Liebe Leute, hallo und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ich habe mich zur Unterkunft begeben und super geschlafen und werde jetzt mal schauen, dass ich hier zur nächsten Story-Mission gehe. Muss mal eben schauen, wo der Otto mich hier sehen will. Ach, direkt hier vorne. Denn wir sollen zur Jagd gehen. Was zum einen natürlich die Story voranbringt, weil wir mit diesem Pöbler Königssohn da unterwegs sein werden. Und des Weiteren werde ich natürlich auch Erfahrung sammeln. Warte mal, ist das vielleicht da unten? Nee, das ist gleich hier vorne. Am Turnierplatz, ne? Wo ist er denn? Ah, da steht er ja. Guck mal, bockig, wie so ein kleines Kind. Oh. Da bist du ja. Kommt jetzt. Hier bin ich. Ich bin hoch erfreut. Hast du ein Pferd? Nein, Herr. Woher sollte jemand wie ich eins haben? Wohl wahr, höchstens ein Karrengaul. Nun, du wirst mir wohl wie ein braver Hund hinterher trotten müssen. Aber Herr, vielleicht kann ich mir eins leihen. Oh, gewiss. Wieso nimmst du nicht meines? Oder du läufst nebenher, wie es sich für einen Bauern geziemt. Möge Gott über dich wachen. Ja, ich weiß nicht. Kann ich nicht rauf. Dann wird das wohl so sein. So, wir nehmen natürlich die Hunde mit. Sehr schön. Im Galopp! Hiya! Spute dich, Schmied! Hör zu, Schmied. Wegen der Sache in der Schenke. Ja, Herr. Hanusch hatte recht. Ich hätte mich anders verhalten sollen. Vornehmer. Aber das heißt nicht, dass du im Recht warst. Du kannst einen Hochgeborenen nicht in seiner Stadt aus der Schenke werfen. Verstanden? Ja, ich war nur... Was? Raus damit! Ich beiße dir schon nicht den Kopf ab. Es ist nur... Als du diese Dinge auf dem Übungsplatz sagtest, Herr. Nun, ich war etwas aufgebracht. Ach, ich reize Grünschnäbel einfach gern. Und du hast mich auch vexiert. Warst frech zu Hauptmann Bernhard und wurdest dafür in seinen Dienst gestellt. Immer wenn ich etwas Leichtsinniges tue, selbst wenn es für meine Ehre ist, sitzt mir Hanusch im Nacken und straft mich. Wie jetzt. Ich wollte niemandem drohen. Das ist alles Schnee von gestern. Verderben wir uns nicht die Jagd. Lass uns über etwas anderes sprechen. Ist das deine erste Jagd? Dieser Art? Ja. Ich gehe jagen, seit ich laufen kann. Wenn du kein völliger Holzkopf bist, lernst du vielleicht etwas. Und wenn du es nicht völlig verbockst, nehme ich dich vielleicht wieder mit? Einen Knecht kann man immer gebrauchen. Wie gesagt, ich war bereits jagen, aber nicht... Hasen mit Mistgabeln hinterherzurennen ist nicht jagen. Sieh zu und lerne. Ich werde mein Bestes geben.
Hör zu, ich wollte dich etwas über Scarlets fragen. Ich weiß nicht, ob das ein passendes Thema für einen Jagdausflug ist. Noch jagen wir nicht. Ich möchte etwas von jemandem erfahren, der wirklich dort war. Die Kumanen griffen Scarlets an und alle, die nicht flohen? Das sagen sie alle. Ich möchte genaueres wissen. Ist das wirklich nötig, Herr? Wieder eine Diskussion mit dem Adel? Du scheinst ein kleiner Rebell zu sein. Nein, keineswegs, Herr. Es ist nur... Also, es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Verstehe. Also muss ich dich zuerst abfüllen. Ich weiß nicht, ob das reichen würde. Dann finden wir es heraus. Es gibt da ein nettes Plätzchen nördlich von hier. Dort schlagen wir unser Lager auf und du kannst mir alles erzählen. Wie du wünschst, Herr. Und nicht trödeln. Versuchen wir vor Einbruch der Nacht dorthin zu gelangen. Ha, sehr gut. Heieiei. Ordentliches Stück. Hier schlagen wir das Lager auf. Ah, Mist, das ist schade, dass das alles dann so wegfällt, weil ich da nicht dran gedacht habe. Ja, also Nebenmissionen, die vergehen dann auch. Das heißt, wenn ich die annehme, sollte ich die auch auf jeden Fall durchziehen. Gern mit dem Henker gesprochen. Was ist los mit dir, Heinrich? Tasche, Wein, Speck, soll ich es aufschreiben? Schon dabei, Herr. Na, endlich! Na, wie gefällt dir der Jagdausflug? Gut, aber bis jetzt haben wir noch nichts gejagt. Das spielt keine Rolle. Jagen ist ein Zeitvertreib. Das Wichtigste ist, eine Zeit lang aus Ratei rauszukommen. Ständig Hanus Lektionen zu lauschen, treibt jeden in den Wahnsinn. Wie kommt es, dass Hanus sich um dich kümmert? Also erstens kümmert Hanus sich nicht um mich. Ich bin kein Kleinkindbübchen. Hanus verwaltet lediglich meinen Besitz, bis ich erwachsen bin. Wann wird das sein? Was soll das heißen? Nichts. So war das nicht gemeint. Ich meine, du kommst mir schon sehr erwachsen vorher. Schwer zu sagen. Vor seinem Tod stellte mein Vater einen Rat aus Adligen zusammen, um das zu entscheiden. Nur haben die keine Lust, durchs halbe Land zu reisen, um das Anrecht eines Jünglings zu bewerten. Unter normalen Umständen wäre das nicht notwendig. Der König würde das entscheiden, aber... Der König ist fort. Genau. Wenn du erlaubst, Herr, was tut ein Adliger wie du den ganzen Tag? Als ich klein war, langweilte ich mich schrecklich, das sage ich dir. Ständig klebten mir Höflinge und Lehrer an den Fersen. Nun verbringe ich die meiste Zeit damit, von Hanus zu lernen. Regieren ist kein Spaß, zumindest meistens nicht. Erst letzte Woche musste ich den Beschwerden meiner Untergebenen lauschen. Aber das kann durchaus spannend sein, oder? Mein Herr, der Ochse da entleert seinen Kackeimer auf meinem Hof. Und Herr, die alte Hexe hat meine Kuh verzaubert. Und Herr, mein Weib treibt es mit dem halben Dorf. Wie eine Schafherde, ständig am Blöken. Selbst studieren ist interessanter.
Was werden wir jagen? Kumanen. Was? Kumanen? Aber... Wenn du dich sehen könntest. Vollends Schwarze. Wir werden sehen, aber ich hätte gerne einen Keiler. Zumindest einen. Und ein paar Hasen, hm? Aber was ist mit dir? Zuvor konnte ich dir kein Wort entlocken, doch jetzt ist deine Zunge gelockert. Also erzähl mir von Scarlets. Wie ich hörte, hatte Sigismund 100 Banner. Ich weiß nicht, Herr. Ich hatte nicht die Zeit, sie zu zählen. Meine Eltern wurden beide in Scarlets getötet. Vor meinen Augen. Die Kumanen schlachteten meine Freunde und Nachbarn ab. Und es grenzte an ein Wunder, dass ich entkam. Das tut mir leid. Aber sag mir eins. In der Schenke hört man das. Sigismund auf einem Drachenritt? Die Kumanen Hörner und Hufe haben? Verzeih mir, Herr, aber für mich ist Scarlets keine Abenteuergeschichte, die man in der Schenke erzählt. Schon gut. Ich verstehe. Ach, wie dem auch sei. Heute ist es sowieso zu spät. Aber morgen brechen wir bei Sonnenaufgang auf. Verstanden? Ja, Herr. Sehr gut. Das heißt, warte, kann ich nicht vielleicht schlafen? Ja, zack. Ah, dann mache ich es anders. Dann schaue ich mich hier lieber ein bisschen um. Finden wir uns denn eigentlich? What? Da sind wir aber ordentlich rumgekommen. Naja, gut. Ich will noch mal eben schauen. Den habe ich mit 54. Den habe ich gerade gefunden. Aber den kann ich auf jeden Fall verkaufen. Pfeile habe ich einige, was gar nicht so verkehrt ist. Dann würde ich sagen, warten wir bis dahin und dann gehe ich schlafen. Die Hunde schlafen, er schläft. Der Hund schläft halb im Feuer. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu ausgeruht bin, um zu schlafen. 5, ne? Sattheit, da ich zu viel gegessen habe. Alles super. Energie ebenfalls. Gesundheit, Komfort. Ja, gut. Kann ich den jetzt wecken? Ja. Aufwachen. Zeit aufzubrechen. Bist du verrückt? Es ist noch dunkel. Ich dachte, wir wollten früh aufstehen, Herr. Früh bedeutet bei den ersten Sonnenstrahlen. Sonne, du Tölpel! Soll ich mir etwa im Stockdunkeln den Hals brechen? Schlaf weiter, verflucht. Alles Gute. Alles Gute. Jetzt bist du doch schon wahr. Jetzt können wir auch schon mal langsam mal los. Der legt sich jetzt nicht in mein Bett, oder? Was ist denn mit ihm? Ja, Sonne, gut, hier. Ja. Naja, für mich war das hier ehrlich gesagt so genau der Bruch. So, da ist Sonne. Herr, aufwachen. Zeit aufzubrechen. Bist du verrückt? Es ist noch dunkel. Was? Ich dachte, wir wollten früh aufstehen, Herr. Früh bedeutet bei den ersten Sonnenstrahlen. Sonne, du Tölpel! Soll ich mir etwa im Stockdunkeln den Hals brechen? Schlaf weiter, verflucht! Gott sei mit dir. Gott sei mit dir. Ja gut, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, aber okay. Dann warten wir bis 7. Nee, weißt du was? Wir warten bis 8. Aha. Worauf wartest du? Dein Herr will auf die Jagd gehen. Ah, großartig. Wirklich? Ein solch namhafter Jäger benötigt Hilfe?
Du würdest jene über dir doch nicht verspotten, oder? Oh, keineswegs, ehrenwerter Herr. Nun gut, lass uns spielen, Bauer. Wir treffen uns hier mittags wieder. Wer die meisten Hasen hat, gewinnt. Oh, und falls du keinen Bogen hast, im Lager steht eine Kiste mit alter Jagdausrüstung. Du kannst dich gern bedienen. Schließlich macht es keinen Spaß, einen armen Tor zu schlagen, der keine Chance hat. Selbstverständlich, Herr Hans. Ha, bald wird dir das Lachen schon noch vergehen. Und jetzt dreh mir für ein Weilchen den Rücken zu. Ich kenne ein paar gute Plätzchen und will nicht, dass du sie mir wegnimmst. Fängt ja gut an. Okay, er ist da hochgegangen. Er bekommt halt auch einfach beide Hunde. Wo haben wir denn den Bogen? Habe ich den nicht ausgerüstet? So, Jagdpfeil. Schaden 80. Verbesserter 80. Verbesserter Langstreckenpfeil. Davon habe ich aber nur den einen. So. Was war das denn jetzt? Ah, verstehe. Ah, der Bogen ist zu stark. Okay. Nehmen wir den, ist ja auch nicht so schlimm. Den habe ich sogar zweimal. Oh, fast. Zack. Komm her. Oh, komm, ey. Ja, dass da kein Fadenkreuz ist oder irgendeine Form von Visier, ist schon ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Also am Ende des Tages ist es ja immer noch ein Spiel. Plündern. Gib mal. Den Pfeil ebenfalls. Und hier ihn auch noch. Jetzt trage ich zu viel. Ich muss den anderen Bogen loswerden. Den hier. Das ist immer noch zu viel. Ich muss ein bisschen was fallen lassen. Es geht leider nicht anders. Gut, den Knüppel habe ich so bekommen. Was wiegt das denn? Besser. Die, achso. Ah ja, verstehe. So, das sind auf jeden Fall recht zahme, langsame Hasen. Was natürlich gut ist.
Tja, da waren es zwei und plötzlich ist es keiner mehr. Ich vermute, das werden seine Hunde sein. Ja, ich glaube, hier auf freier Fläche ist ein bisschen mehr zu schießen. Weil ich die hier vielleicht besser sehen kann. Nichts zu sehen. Da haben wir den Weg. Tja, ich werde mal ein bisschen in seine Richtung gehen. Ich glaube, das Hundegebell, das müsste aus seiner Richtung kommen. Und hier haben wir ein bisschen freie Fläche. Vielleicht finde ich hier noch ein bisschen was. Ansonsten sehe ich da keine große Chance für mich, dass ich das gewinnen kann. Da haben wir einen Hasen. Was haben wir denn jetzt? Sind alle Dinger leer? Ich versuche auch immer irgendwie zu schauen, dass ich mich da später nochmal orientieren kann, wo genau ich eigentlich hin ziele.
Ich ziele auf jeden Fall ein bisschen zu hoch. Da bist du ja. Hohoho. Der glücklichste Hase der Welt. Doch nicht. Hier drüben war gerade noch einer. Komm. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn da der Trick? So, jetzt habe ich aber kurz Zeit. Pfeile denn wieder haben? Muss man eben schauen, was genau hier die Aufgabe ist. In der Hasenjagd. Das ist alles? Ich muss so viele Hasen wie möglich erlegen, bevor es Mittag wird. Okay, ich vermute, das wird dann einfach unterbrochen von ihm. Hohoho. Habe ja eigentlich ein bisschen Sorge, dass mich der Keiler findet. Oh, komm, ey. Nicht zu fassen. Wo ist da der Punkt? Viel zu viel mit mir rum. Viel zu viel. Ich muss hier irgendwas droppen. Irgendwas. Die Schuhe, alles schon kaputt.
nicht. Jetzt habe ich schon wieder keine Pfeile. Ist die Pfeilspitze? Ja, vielleicht, ja. Könnte durchaus sein. Ah, nee, nee, nicht bewegen, nicht so viel bewegen. Den haben wir noch. Ich hätte natürlich die Option, jetzt einfach zurück zum Lager zu gehen, das, was ich schon habe, in die Truhe zu hauen. Ich habe dann nur Sorge, wenn die Unterbrechung kommt und eine Zwischensequenz, dass es dann heißt, ha, du hast ja gar nichts gefangen. Und das riskiere ich jetzt lieber mal nicht. Oh, hier liegt ein Schwein. Brauche ich eine Schaufel? Wofür brauchte ich die? Ey, da könnte ein Elefant vor mir stehen. Ich würde den nicht treffen. Jetzt. Hohoho, viel zu schwer. Ah, sowas Blödes, ey. So was Blödes. Was mache ich denn jetzt damit? Jetzt mal was. Ich glaube, ich werde später nicht mehr daran denken, aber ich will das jetzt da nicht einfach so liegen lassen. Deshalb ich das jetzt mal hier in diese Truhe packe.
Vielleicht denke ich mal dran, vielleicht bleibt es drin, vielleicht nicht, ich weiß es nicht, aber... Wo ist der denn hin? Ach, da. Nee, den Trick, den habe ich noch nicht ganz raus. Alles in allem so ein bisschen weiter nach unten. What? Immerhin. Wie haben wir es denn? Jetzt haben wir es gleich Mittagszeit. Muss ich mal schauen, dass ich hier niemanden verschrecke. Ist das Lager eingezeichnet? Nee, das war es aber nicht. Was ist das hier? Das ist es nicht. Das ist doch das, was ich gerade erst entdeckt habe, oder nicht? Ja, kann ich ja nur hoffen, dass der dann tatsächlich einfach mich unterbricht.
Pech habe, dann finde ich nicht mehr zurück. Ich würde jetzt aber mal dahin gehen. Das Gebiet sieht mir doch sehr viel bekannter aus. Wie spät haben wir es? Ja, gleich ist vorbei. Mal schauen, ob da was passiert oder nicht. Oh, komplett falsch. Ja, daran muss ich mich gewöhnen, dass dieses Spiel einem nicht so richtig abnimmt. Also viele Spiele sind ja dann einfach so, dass sie mir einen Wegmarker geben oder so. Und in dem Fall ist das ja auch so. Aber ich habe jetzt irgendwie damit gerechnet, dass mir das nicht gezeigt wird. Und ich habe auch Sorge, dass es irgendwann hier Quests gibt, die mir dann nicht so sehr helfen. Weshalb ich da ein bisschen mehr drauf achten muss, zu schauen, wo bin ich denn eigentlich? Ist wahrscheinlich schon fertig. Deshalb muss ich mich da ein bisschen mehr darauf trainieren, zu checken, okay, du hast eine Karte und schau lieber mal, wo du bist und so. Und irgendwie habe ich so die Befürchtung, dass das nochmal vorkommen wird, dass ich orientierungslos sein werde oder sowas. Dass dieser Punkt nicht da ist, wenn man den Bogen nutzt. Also ich glaube, diese Mod, die ist durchaus sehr reizbar. Reizvoll. Und reizbar wahrscheinlich auch. Wie war die Jagd, Herr? Bei mir lief es ganz gut. Sieh her. Zeig her. Nicht schlecht. Eigentlich ziemlich gut für einen gewöhnlichen Schmied. Sollte es nicht einen Preis für den Sieger geben? Jesus, welch Anmaßung. Ein Diener bittet seinen Herrn um Geld. Aber ich lasse mir nicht nachsagen, ich wäre ein Geizkragen. Also gut.
Dein Diener dankt dir von Herzen, mein Herr. Und jetzt komm, lass uns richtiges Wild jagen. Wie, warte mal, das durfte ich jetzt behalten, oder was? Das ist natürlich ordentlich Zeug. Ich werde. Warte mal kurz. Das ist vielleicht jetzt ein Fehler, aber ich muss hier irgendwas. Irgendwas da lassen. Das klärt ja natürlich diese Nebenquest mit dem Wildfleisch für Johanka, aber jetzt mit vollen Taschen dahin gehen, ich weiß nicht, ob ich seine Dings nochmal nutzen kann hier, aber wird sich zeigen. Sieh her, eine Sule. Sie wurde erst kürzlich angelegt. Irgendwo in der Nähe müssen Wildschweine sein. Also, wie letztes Mal. Langsam und leise. Egal, was du tust, verstanden? Wir werden von diesem Hügel aus nach ihnen Ausschau halten. Willst du ihn mit einem Pfeil erlegen? Ja, gewiss. Warum denn auch nicht? So wirst du ihn niemals töten. Wildschweine jagt man mit Speeren. Ach, ist das so? Bist du jetzt ganz plötzlich zum Meisterjäger geworden, ja? Sieh zu und lerne. Ja, siehst du? Verdammt bin ich gut. Schnauze! Tja, wenn du mir das nächste Mal erzählen willst, ich könnte keinen Keiler mit einem Pfeil erlegen, solltest du... Scheiße! Ihm nach! Passt! Aufs Pferd, Heinrich! Diese Schweine kommt uns nicht! Sehr gut. Die und ich stehe hier, oder was? Ja. Er hätte mich ja mitnehmen können auf dem Pferd. Aber ich bin halt nur ein einfacher Schmied.
Okay, da ist die Grenze. Da ist er ja. Nee. Irgendein Wanderer. Folge mal dem Gebell so ein bisschen. Egyrésen! Ott van! Nece! Wo ist denn mein Schwert? Hier, Freundchen. Oh, das ist genau die... Du bist down. Und jetzt kommst du. Gib mal was. Nicht ein bisschen Platz. Ohr eines Kuman. Ja, ich weiß nicht, was hier jetzt... Kettenhaube bringt ordentlich Geld scheinbar. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich die Verkaufspreise sind. Oder der Kaufpreis. Kaufpreis. Aber das war doch schon mal sehr erfolgreich. Lass eine Bronzebüste von dir fertigen, mein Freund. Aber wo warst du so lange? Ach, du weißt schon, Ehren sammeln, Wein trinken, ein Nickerchen machen. Du Verrückter! Sie hätten mich fast am Spieß geröstet. Ich finde, es sah eher so aus, als würden sie dir die Jungfräulichkeit rauben. Na hör mal, Mistbauer! Spricht man so etwa mit einem Edelmann? Verzeih, Herr. Bin bloß froh, dass es dir gut geht. Ich nehme dich auf den Arm, du Esel. Danke für die Rettung. Diese Verletzung sieht nicht gut aus, Herr. Wohl wahr. Diese Kumanenschweine haben mich ganz schön aufgemischt. Und mein blödes Pferd ging durch. Du musst mich nach Hause bringen. Je früher wir von hier verschwinden, desto besser. Wer weiß, wie viele Schurken hier noch umherstreifen. Dann lass uns aufbrechen. Das war Aufregung genug. Na, wenn es dafür jetzt nicht mindestens ein schönes Pferd gibt, dann weiß ich auch nicht.
Hierher, Leute! Oh, ich bin Held. Bruder, hilf ihm! Wie ist das möglich, Ratzig? Diese Bastarde sind kaum eine Meile von der Burg entfernt und doch so dreist. Wir müssen dringend mehr Wachen entsenden. Das würde nichts nützen, Hanusch. Selbst wenn wir 10-mal so viele Männer hätten, könnten wir nicht jeden Stein im Reichslehen umdrehen. Du hast nach mir verlangt, Herr? Tritt ein. Wie kann ich dir das bloß danken, Heinrich? Ohne dich wäre Hans jetzt nicht mehr am Leben. Und dabei hatte ich dich doch eigentlich zur Strafe mitgeschickt. Ich tat bloß meine Pflicht, Herr. Ach bitte, sei nicht so bescheiden. Du hast nicht nur Mut, sondern auch Treue gegenüber deinem Lehnsherrn bewiesen. Dafür nehme ich dich in mein persönliches Gefolge auf. Herr, ich... Hab Dank, Herr. Na dann stoßen wir auf deine Beförderung und Hans schnelle Genesung an. Steh nicht doof rum, Junge, schenk uns ein! Vergib mir die Störung, Herr, aber ich bringe dringende Kunde. Was ist los? Gerade kam ein Stallbursche aus Neuhof. Er sagt, Banditen hätten heute Morgen das Gestüt überfallen. Es gab viele Tote und Verwundete. Kurva! Erzähl genau, was passiert ist. Ich bin nicht ganz sicher. Der Junge war so verstört, dass er kaum reden konnte. Er sagte, die Banditen hätten aus purer Lust getötet. Es tut mir leid, Herr. Dein Vasall Smil ist tot. Wer hat das getan? Wer war das? Wir wissen es nicht, Herr. Der Junge stammelte die ganze Zeit etwas von einem riesigen Kerl in schwarzer Rüstung, der den Angriff anführte. Nimm so viele Männer, wie du brauchst. Reite nach Neuhof und finde diese verdammten Bastarde. Und bring mir ihre Köpfe. Ja, Herr. Meine Männer stehen dir ebenfalls zu Diensten, Hanusch. Danke, mein Freund. Herr, lass mich mitreiten. Er platzt förmlich vor Kraft und Elan. Der Anführer, das muss derselbe Klotz sein, der mich in Scarlets angriff. Es kann keine 2 Männer im Königreich geben, die so aussehen. Denkst du, er könnte mein Schwert noch haben? Gewiss könnte noch ein Schwertkämpfer nicht schaden, oder, Hauptmann? Ja, wie du befiehlst, mein Herr. Wie schnell kannst du aufbrechen? Sobald die Männer bereit sind. Gut. Warte auf dem Vorplatz auf Heinrich. Und gib ihm ein Pferd. Ein Pferd? Seine Belohnung für Herrn Hans Rettung. Er wird's brauchen. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Geht schon. Ich will diese dreckigen Hunde so bald wie möglich in den Händen des Henkers sehen. Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr. Fantastisch, Leute. Fantastisch. Wir wissen noch nicht viel über den Vorfall. Nur das, was uns der Stallbursche erzählt hat. Also schwingt eure Ärsche in die Sättel. Beilung! Gott sei mit dir. Übung? Nee. Du hast nicht zufällig Arbeit, Hauptmann. Kommt ganz drauf an, wozu du bereit bist, Junge. Wie du sicher bemerkt hast, wimmelt es auf den Straßen von Räubern. Herr Hanusch hat ein hübsches Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Wie gehe ich am besten gegen sie vor? Wir kennen den Standort eines ihrer Lager. Es liegt östlich von Ratai, in einer stillgelegten Mine. Mir ist es ziemlich gleich, was du mit ihnen anstellst. Jedenfalls trägt ihr Anführer Sporen. Vielleicht geben sie gern vor, adelig zu sein, wer weiß. Wie dem auch sei, bring mir die Sporen, damit ich weiß, dass die Arbeit getan ist. Gut, ich kümmere mich darum. Warte, Herr Hanusch hat außerdem auf jeden Plünderer ein Kopfgeld ausgesetzt. Also nimm einen Dolch mit. Er zahlt für jedes Ohr, das du bringst. Mist. Alles klar, das klingt nach Spaß. Nun, unter Spaß verstehe ich was anderes. Sei lieber vorsichtig, Junge. Alles Gute. Wo bekomme ich denn einen Dolch? Warte mal.
Ich hoffe, die warten jetzt kurz auf mich, denn ich muss ja jetzt einmal kurz zur Rüstkammer mir einen Dolch besorgen, wenn das überhaupt geht. Wenn es dort überhaupt Dolche gibt. Denn ich habe keinen. Aus dem Weg. Komme ich hier durch? Was denn jetzt? Ja, nimm einen Dolch mit, aber... Wartet, wartet. Wo ist denn mein Pferd? Der da? So, dann wollen wir mal. Ach, schön. Dann wollen wir mal schauen, ob ich dafür bereit bin. Ja. Ja, das mit diesem Hinweis, bring ein Dolch mit, ist ja schön und gut, aber wenn ich selbst nicht weiß, wo es sowas dann gibt und wenn ich mich dann auf die Suche begebe, scheitert eine andere Mission in der Zeit. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Ich hätte es besser gefunden, wenn er gesagt hätte, hier ein Dolch, denn Ohren bringen ordentlich Kohle oder irgendwie sowas, aber da war ich jetzt so ein bisschen verloren. So, ich schwamm da jetzt so irgendwie so wie, wo kriege ich denn jetzt ein Dolch her? Das war ja scheinbar ein sehr wichtiger Hinweis. Um ein bisschen Kohle zu machen. Aber hat er irgendwie nicht so ganz die Chance. Also das heißt, ich hätte einen dabei haben müssen. Ja. Original Stefan Raab, ne? Das ist Keanu Reeves hier vorne. Wo ist dein Herr? In der Koppel.
Großer Gott. Welche Bestien könnten so etwas tun? Um Himmels Willen. Was ist dir geschehen? Wieso? Jemand kam des Nachts und verstümmelte sie alle nacheinander. Das Schreien der Pferde muss Radek den Stalljungen geweckt haben. Er wollte sie aufhalten. Mein Gatte, er hat versucht, ihm zu helfen und wurde auch getötet. Als sie fertig waren, brannten sie den Stall nieder. Mein aufrichtiges Beileid, gute Frau. Wir werden diese Bestien fassen und sie für ihre Taten büßen lassen, das schwöre ich. Die Pferde waren noch am Leben, als ich kam. Wir erlösten sie von ihrem Leid. Jedes einzelne. Da war dieser Schmerz in ihren Augen. Sie verstanden nicht, warum jemand ihnen das angetan hat. Wurde etwas gestohlen? Ein Pferd? Gar nichts. Sie wollten Blut und kein Geld. Hatte dein Mann in letzter Zeit Streit? Fällt dir jemand ein, der Rache wollte? Er hatte vielleicht mal über den Preis eines Sattels diskutiert, sonst nicht. Gar nichts, was einen Menschen hierzu treiben könnte. Es sind finstere Zeiten, wenn wir mehr Güte in Pferden finden als in Menschen. Habt ihr etwas gesehen? Wie viele waren es? Oder wie haben sie ausgesehen? Wir haben niemanden gesehen. Hat jemand versucht, ihrer Spur zu folgen? Nein. Wir haben bis jetzt das Feuer bekämpft. Und selbst wenn, was könnten wir schon gegen jemanden ausrichten, der zu so etwas fähig ist? Die Pocken sollen sie holen. Aufsatteln und die Gegend durchforsten. Wir müssen herausfinden, wo sie hin sind. Sucht nach Spuren und fragt auch die Nachbarn, ob sie etwas wissen. Verflucht, irgendjemand muss diese Schweine gesehen haben. Ja, Herr. Was ist mit mir, Hauptmann? Was will ein Taugenichts wie du denn tun? Du bleibst hier. Bitte, lasst mich helfen. Ich könnte mich in der Gegend umsehen und auch nach Spuren suchen. Na gut, wenn's denn sein muss. Aber steh bloß keinem im Weg. Bleib in der Nähe und komm zurück, wenn du fertig bist. Das machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Bis dahin, ciao.